Willkommen zurück bei CrossFit Zug. Es ist wieder so weit, wir machen weiter mit einem neuen Homeworkout für euch. Wir fangen jetzt erst mit einem guten Warm-up an. Und zwar sollen wir zuerst die Hüfte öffnen. Dann machen wir ein paar dynamische Übungen, um euch ein bisschen wirklich aktivieren und aufwärmen. Und am Schluss noch einen kleinen Stretch. Also, der erste Teil, den wir machen, ist ein Hip Flow. Da könnt ihr eigentlich mitmachen. Ihr sitzt ab und tut zuerst einfach mal hier abwechselnd das Knie probieren, zum anderen Fuß hinzubringen. Das könnt ihr je nach Gefühl so 5 bis 8 Mal pro Seite machen. Wenn ihr das habt, drückt ihr beide gleichzeitig. Auch hier wieder, je nachdem, so 5 bis 8 Mal pro Seite. Ihr werdet spüren, dass es so etwas aufmacht. Dann probiert ihr das Gleiche ohne Hand. Das ist etwas schwieriger. Und dann, wenn ihr auf der Seite seid, geht ihr rauf, die Hüfte vorne drücken, wieder absitzen, auf die andere Seite, Hüfte vorne, absitzen. So, auch hier wieder, je nach Gefühl, könnt ihr das 5 bis 8 Mal machen. Nächste Übung, das gleiche, Hüfte rauf. Chef, geh ein bisschen weiter hinten. Geh ein bisschen bis vorne. Ja. Ja. Super. So, zurücklehnen. Ihr seht, wird hier gut geführt. Da, die Hüfte aufmachen und mit dem Arm zurücklehnen. Und der letzte Teil, wenn ihr hier seid, wieder rauf und dann geht ihr gerade in einen Lunge. Kommt wieder zurück auf die andere Seite, rauf, Lunge und so weiter. Auch hier wieder, je nach Gefühl, könnt ihr ruhig 5 bis 8 Wiederholungen machen. Dann machen wir 2 Runden. Single Leg Crossover Romanian Deadlift. Das heisst, wenn ich auf dem rechten Fuß bin, arbeite ich mit der linken Hand und übergreife hier den rechten Fuß. Ich gehe also über das Kreuz, in einem geraden Rücken. Hier 10 Mal auf dieser Seite, dann 10 Mal die andere Seite. 10-10. Dann machen wir 5 Squats mit verschiedenen Stand. Die erste können wir zusammen machen, wirklich breit stehen. Wir machen hier 5 Squats. Und dann 5 normalen Stand. Auch wieder 5 dann. Und am Schluss noch, wenn es geht, ganz nah zusammen. 5. Aber auch hier schauen, dass der Rücken gerade bleibt. Geht nur so tief, aber nicht, dass er kollabiert, sondern nur so tief, aber wie auch euer Rücken gerade ist. Dann machen wir 3-Step-Burpees. Und zwar geht ihr eigentlich runter. Einmal aufdrücken, das ist 1. Wieder runter. Aufdrücken, führen, das ist 2. Und 3. Das ist jetzt 1 3-Step-Burpee. Wieder runter. Aufrollen. Aufrollen, pumpen. Aufrollen, pumpen. Und abspringen. 3 von denen. Und das Ganze machen wir 2 Mal. Die letzte Übung dann noch. 10 Scorpions pro Seite. Und zwar, ich überlege, ich es am besten vorzeigen. So, Arme schön 90 Grad raus. Jetzt gehe ich übers Kreuz hinten, probiere möglichst zu diesem Fuß hinten zu kommen. Und gleichzeitig jetzt mit dem Arm auf die Seite. Das tut hier auch schön die Brust öffnen. Dann könnt ihr hier ein bisschen verharren. Und dann die Seite wechseln. Und das macht ihr dann schlussendlich 5 pro Seite. Könnt gut etwa so 5 bis 10 Sekunden pro Seite halten. Und das sind ja warm fürs Workout. Viel Spaß!